Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute ist der TI-Messenger, eine neue Anwendung über die Telematikinfrastruktur, für die jetzt, mit einiger Verspätung in Klammern, der erste Anbieter zugelassen worden ist. Wofür diese neue Anwendung gedacht ist, wie es mit dem TI-Messenger, kurz TIM, weitergeht, welche Kosten auf Ärztinnen und Ärzte voraussichtlich zukommen werden, darüber spreche ich heute mit Timo Frank, dem Produktmanager der Gematik für den TI-Messenger. Hallo, Herr Frank. Hallo, Herr Gerlo. Herr Frank, Sie schreiben über sich selbst in LinkedIn, Sie seien ein ambitionierter Gesundheitsökonom mit Schwerpunkt Digitalisierung. Ist der TI-Messenger für große Ambitionen die richtige Anwendung? Das ist auf jeden Fall korrekt. Ich denke, dass der TI-Messenger eine große Zukunft vor sich hat und das war im Endeffekt auch der Grund, warum ich vor einem Jahr zur Gematik gekommen bin. Mhm. Nun steht ja die Gesundheits-IT-Messe DEMEA vor der Tür und die erste Zulassung für einen TI-Messenger flattert ins Haus. Mit vielmonatiger Verspätung zwar, aber ist das Zufall, dass solche guten Nachrichten immer zu großen Messen rauskommen? Ich denke, es ist ein geeigneter Zeitpunkt, um die Werbetrommel zu rühren. Das ist nicht nur bei der Gematik, sondern bei allen Teilnehmern in der Industrie im digitalen Gesundheitsbereich der Fall. Es ist also kein Zufall, dass sowas passiert, aber es ist nicht korrekt, dass es irgendwie jetzt eine viermonatige Verspätung ist. Also wir hätten uns, vor allem ich hätte mir als Produktmanager natürlich gewünscht, dass so ein TI-Messenger direkt auch schon rausgekommen wäre letztes Jahr, als wir es eigentlich schon vorgehabt hätten. Ja, genau. Aber es gibt keine Verpflichtung für Ärzte, den TI-Messenger ab 1.1.24 vor vier Monaten zu nutzen, sondern es ist eine freiwillige Anwendung und das ist auch gut so zu Beginn. Ah, okay, ja, das stimmt. Also es gibt tatsächlich keine Verpflichtung. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Jetzt haben wir einen Messenger-Dienst, der zugelassen ist, das ist Farmedly. Sind denn noch weitere Unternehmen im Rennen jetzt zur DEMEA? Sind da noch weitere Zulassungen in der Luft? Ja, es sind auf jeden Fall viele Unternehmen im Rennen. Und der Markt sortiert sich natürlich gerade erst. Und das Gute ist, finde ich, dass es nicht nur Unternehmen, bekannte Unternehmen aus dem Bereich der TI sind, sondern eben auch neue Unternehmen wie Farmedly. Und das hilft uns, um die Innovation in die TI zu bekommen, denn Messenger wirbeln den Markt der Telematikinfrastruktur einfach so ein bisschen auf, da sie nicht aus den üblichen Bestandssystemen kommen direkt, sondern eben auch von Startups wie Farmedly und dadurch auch mobil verfügbar sind und außerhalb der Bestandssysteme funktionieren. Mhm. Dann erzählen Sie uns mal, wie diese TIM-Anbieter den Markt aufwirbeln werden. Wofür braucht man den neuen Messenger? Also Praxis- und Klinikintern, ja, das ist geschenkt, aber auch für die Kommunikation nach außen. Ist der TI-Messenger eine Anwendung, auf die alle gewartet haben? Ich würde sogar so weit gehen und sagen, der TI-Messenger oder Messenger generell im Gesundheitswesen werden ja schon eingesetzt. Das heißt, es ist etwas Altbekanntes, das wir nicht nur aus dem persönlichen Leben kennen, sondern Ärztinnen und Ärzte auch vor allem während der Corona-Pandemie für den Ad-Hoc-Austausch sehr oft genutzt haben. Das heißt, es haben sich Netzwerke gebildet, sowohl innerhalb der ambulanten Medizin als auch intersektoral, um sich gegenseitig erreichen zu können, wurde und wird bisher immer noch viel das Telefon benutzt. Wir kennen das Problem, dass man sich telefonisch ad hoc vielleicht mal nicht erreichen kann. Und der Messenger ermöglicht eben die asynchrone Kommunikation. Und das war ja auch der Grund, warum sowohl während der Pandemie als auch schon vorher zu bestimmten Themen wie der Bettensuche oder der ad hoc Abstimmung in Notfällen und zur Bildung von bestimmten intersektoralen Teams, zum Beispiel bei Organtransplantationen oder Schockraumteams, bestimmte Messenger-Dienste genutzt worden sind. Und der TI-Messenger führt das Ganze jetzt als Infrastrukturleistung im Rahmen der TI fort. Mhm. Und zwar nicht nur am Ende intersektoral oder innerhalb von einer Klinik oder einer Praxis, sondern auf sich dann auch vielleicht mal eine schnelle Anfrage bei einer Krankenkasse oder auch eine Kommunikation mit Patienten, oder? Genau, auf Sicht wird der TI-Messenger, kurz TIM, als Ökosystem natürlich auch ausgebaut. Und
Es gibt ja schon einen Kommunikationsweg innerhalb der TI, TIM, den auch Krankenkassen und auch Leistungserbringer schon nutzen. Und der große Unterschied bei TIM ist eben, dass er auch Patientinnen und Patienten zugänglich werden wird. Und das war sowieso meine nächste Frage, die ich mir überlegt hatte. Wofür braucht man eigentlich KIM und wofür ist TIM der geeignete Dienst? Denn ich meine, man kann, das habe ich irgendwo gelesen, man kann ja über TIM durchaus auch Anhänge verschicken. Das kenne ich auch aus dem Büro. Auch da kann ich einfach mal einen Screenshot mitschicken. Sowas ist ja in der Zeitung vielleicht mal ganz interessant oder in einem Medienunternehmen. Was ist für TIM die wichtigste oder was sind da die interessanten Anwendungen und wo ist KIM stärker? Genau. Also KIM basiert auf einem E-Mail-Verfahren, TIM auf einem Messenger-Protokoll. Das bietet verschiedene technische Vorteile, die wir aus dem persönlichen Alltag kennen. Die einfachsten aus der Sicht eines Anwenders sind, wir kennen aus dem Messenger-Bereich, dass man Online-Status sehen kann, dass man Push-Mitteilungen bekommt, dass man gegenseitig sehen kann, ob jemand eine Nachricht eintippt. Hauke Gerloff schreibt, Punkt, Punkt, Punkt. Ich könnte also viel flexibler agieren in so einem Messenger-Umfeld. Also es eignet sich für bestimmte, vor allem schnelle Kommunikation besser. Und das macht es einfach zu einem anderen, macht es für andere Anwendungsfälle interessanter, die ad hoc stattfinden. Und wir kennen aus dem persönlichen Alltag natürlich auch die Dualität zwischen E-Mail und Messengern. Es gibt für beides interessante Anwendungsfälle, die man auf beiden erledigen kann. Bei Messenger kommen zusätzliche hinzu. Die Audio- und Videotelefonie sind Funktionen, die man heute auch im privaten Kontext im Messenger schon nutzt und im E-Mail-Verkehr eben nicht. Mhm. Das wird also in zukünftigen Ausbaustufen von TIM einfach den Anwendungskontext noch viel vergrößern. Mhm. Nur als kleiner Hintergrund, KIM, das hatten wir eben schon angedeutet, KIM ist eine Pflichtanwendung für Vertragsärzte. Das müssen sie einsetzen. Die Kosten dafür werden daher auch über die TI-Pauschale bezuschusst zumindest. Bei TIM ist das ja anders, oder? Korrekt. TIM ist keine Pflichtanwendung. Bei KIM, muss man sagen, hat sich das aber auch erst zur Pflichtanwendung entwickelt, nachdem dort bestimmte Verfahren, zum Beispiel der E-Arztbrief oder auch die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, dort abgebildet worden sind. Und das sind Abläufe, die im Gesundheitswesen eben eine bestimmte Relevanz haben, also sich gegenseitig über Behandlungsverläufe, also zum Beispiel bei Arztbriefen oder eben die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu übermitteln. Das sind Dinge, die KIM zur Pflichtanwendung gemacht haben. Das gibt es bei TIM nicht. Ist für TIM durchaus vorstellbar, muss man sagen. Also es gibt ja durchaus Anwendungsfälle, die man auch standardisiert, strukturiert über TIM abbilden könnte. Beispielsweise das Aufnahme- oder Entlassmanagement oder wenn Patienten dazukommen, sogar noch mehr bestimmte Anwendungsfälle. Aber da es zu Beginn freiwillig ist, gibt es auch keine Rückvergütung für Leistungserbringer für TIM zu Beginn. Und gut, Sie sind jetzt nicht selbst ein Anbieter von einem TI-Messenger. Wie hoch würden Sie da die Kosten einschätzen? Wie hoch ist das jetzt bei PharmedLib oder ist das noch gar nicht als Marktmodell jetzt realisiert? Doch, TIM ist ein Marktmodell, das heißt, dass genau nicht die Gematik der Vertreiber der Lösung ist, aber die Pharmitglieder das natürlich auf dem Markt anbietet. Man muss sagen, dass der Markt sehr breit gefächert ist, von Einzelpraxen bis hin zu großen Praxen, MVZs und Krankenhäusern und sich da natürlich der Betrieb unterscheidet, wenn ich das an einem großen Universitätsklinikum für 10.000, 20.000 Mitarbeiter anbiete, ergeben sich dann natürlich andere Kosten für den Betrieb von Serverstrukturen als für eine Einzelpraxis mit zwei oder drei Accounts auf dem mobilen Endgerät oder im Praxisverwaltungssystem. Und wie die Kosten sich entwickeln werden, das kann ich heute nicht sagen. Das hängt natürlich auch von dem Markt ab, der sich jetzt entwickelt. Bei einem Anbieter ist es noch nicht so, dass es einen Markt gibt, aus dem man auswählen kann, ob ich einen günstigeren oder teuren Messenger wählen möchte. Aber es wird sich erstmal vermutlich einpendeln im ein- oder zweistelligen Euro-Bereich, niedrigen Bereich im Monat. Und mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Das ist ja nach der ersten Zulassung noch nicht eine Glaskugel, in die wir schauen. Ja, das ist ja noch ganz am Anfang.
Wie hole ich mir denn überhaupt so einen Messenger in die Praxis oder in die Klinik? Gerade jetzt von der Praxis aus gesehen, kann man das einfach irgendwo downloaden und dann bezahle ich über Kreditkarte, wie man das vielleicht vom privaten Gebrauch kennt für manche Anwendungen? Oder brauche ich dafür einen Systemadministrator, also meinen Dienstleister vom Praxisverwaltungssystem? Wie komme ich als Praxis zu dem TIM? Genau, das ist eine sehr gute und spannende Frage. Es gibt die Möglichkeit, sich einen TI-Messenger zu bestellen, wenn man bereits bestehende TI-Dienste wie KIM hat. Dann kann man sich über KIM einfach authentifizieren. Denn, also der TI-Messenger ist Teil der Telematik-Infrastruktur. Das heißt, man bekommt als Teilnehmer der TI einen Zugang. Wenn man bereits einen KIM-Zugang hat, kann man auch dadurch einfach sich einen TIM-Zugang holen. Die Informationen, wie so ein Onboarding passiert, stellt Framitly auch sehr gut bereit. Und in Zukunft werden dann eben auch Integrationen stattfinden von Messengern wie Framitly in Praxisverwaltungssysteme. Und ich kann mir vorstellen, das ist aber auch eine Glaskugel, in die wir schauen, dass dann der Anbieter oder Dienstleister eines Praxisverwaltungssystems TIM auch als Modul anbietet, da Framitly aber kein eigenes Praxisverwaltungssystem hat, sind wir jetzt noch nicht so weit, dass das integriert passiert. Aber vorstellbar ist es, auf der gerade schon angesprochenen Messe DEMEA nächste Woche werden noch integrierte Modelle vorgestellt an anderen Partnerständen der Firma Framitly. Ah ja. Das Besondere bei diesem WhatsApp für Ärzte, wie es ja auch manchmal genannt wird, ist ja, dass anbieterübergreifend kommuniziert werden kann. Also wenn man das jetzt auf den Publikumsbereich überträgt, von WhatsApp zu Signal oder zu Threema, das heißt ja, Sie benötigen einen herstellerübergreifenden Verzeichnisdienst. Gibt es den schon? Korrekt, der Verzeichnisdienst, den gibt es schon. Der Verzeichnisdienst, den die TI vorhält, basierte bis zum letzten Jahr noch auf einem alten Protokoll, LDAP. Und dieser LDAP-Verzeichnisdienst ist ab diesem Jahr mit dem TI-Messenger startet dann eine neue Version dieses Verzeichnisdienstes, der FHIR-Verzeichnisdienst. Und der FHIR-Verzeichnisdienst synchronisiert Daten erstmal aus dem alten Verzeichnisdienst und nimmt diese mit. Ganz wichtig ist aber hier die Nachricht, der Verzeichnisdienst besteht aus Daten aller Leistungserbringer, Institutionen in ganz Deutschland. Und die kommen nicht irgendwie zustande, sondern eben durch die Identitäten, die hinter diesen Einrichtungskarten, SMCB und Heilberufsausweisen stehen. Das heißt, hier ist insbesondere wichtig, also der Verzeichnisdienst ist das Rückgrat des Messengers und darüber erreicht man sich gegenseitig intersektoral. Um erreicht zu werden, ist es wichtig, sich in das Telefonbuch reinzutragen. Und das Telefonbuch ist der Verzeichnisdienst. Ja. Das heißt, wenn man erreicht werden möchte, ist der Eintrag seiner eigenen Praxis, seiner eigenen Klinik, seiner eigenen Apotheke eben enorm wichtig. Und diese Einträge können beim Messenger spannenderweise auch erweitert werden. Das heißt, wenn ich einen Eintrag für meine Praxis oder für meine Klinik habe, können darunter sogenannte weitere Funktionspostfächer angelegt werden. Das heißt, dass nicht eine Praxis nur zentral erreicht werden kann, sondern auch bestimmte Postfächer wie eine Akutsprechstunde oder für einen Rezeptempfang oder Überweisungsanfragen anlegen kann. Aber zunächst ist es erstmal wichtig, dass der übergreifende Eintrag im Verzeichnisdienst eben über die SMCB-Karte oder den Heilberufsausweis vorliegt. Also das muss jeder dann auch selber machen, tatsächlich. Genau. Für die Anlage ist erstmal eine Einrichtung oder eine Person im Gesundheitswesen selbst verantwortlich. Es gibt natürlich auch die jeweiligen Institutionen, das sind die Vertrauensdienstanbieter und die Karten herausgeben und die kassenärztlichen Vereinigungen zum Beispiel, die dann die Datenpflege übernehmen. Ja. Und ich denke, hier haben wir noch einiges vor uns, denn um alle Menschen in Deutschland gegenseitig erreichbar und kontaktierbar zu machen, sollte so ein Verzeichnisdienst einwandfrei funktionieren. Und ich denke, dass es da noch einen Aufholbedarf gibt, der sich aber mit der Verfügbarkeit und dem ins Feld kommen des TI-Messengers Schritt für Schritt aufholen lässt. Ja, das haben wir bei KIM gemerkt, dass es da durchaus auch mal Probleme geben könnte, nicht? Als da irgendwie Hunderttausende
AU-Anfragen bzw. AU-Bescheinigungen bei einem Arzt aufliefen, der offensichtlich dieselbe Nummer hatte wie eine Krankenkasse, also, und zwar sogar eine große Krankenkasse. Und da der das dann nicht benutzt hat, dieses Postfach, da liefen dann plötzlich Hunderttausende auf und blieben da dann liegen. Das war ja irgendwann im Herbst letzten Jahres so, nicht? Durchaus, das hat eine große, wenn ich richtig informiert bin, eine große Krankenkasse betroffen. Und ich habe mal den Begriff der größten Aufräumaktion des deutschen Gesundheitswesens gehört. Das betrifft solche Fälle. Den Verzeichnisdienst müssen wir als gemeinsame Infrastruktur des deutschen Gesundheitswesens begreifen. Und es ist wichtig, dass es diesen gibt. Wir müssen uns gegenseitig erreichen und ein Telefonbuch muss eben auch gepflegt werden. Da kann nicht jeder einfach irgendwelche Daten reinschreiben. Und das Wichtige an Gesundheitskommunikation über einen Messenger oder KIM ist eben, das Beispiel hat es ja gerade eindrücklich gezeigt, dass man sich sicher sein kann, wer an der anderen Seite kontaktiert wird und von wem man kontaktiert wird und dass da keine Fehler auftreten und gleiche Adressen vergeben werden. Das Beispiel zeigt sehr eindrücklich, wie wichtig der Verzeichnisdienst ist, ja. Gut, da ist also nochmal ein ordentliches To-Do für die Selbstverwaltungsorgane, vielleicht für die Gematik als Aufsicht vielleicht auch ein bisschen, dass das dann auch tatsächlich läuft und ja, irgendjemand muss den Hut aufhaben dafür, nicht? Das stimmt. Die Gematik bekommt oder hat durch das Digitalgesetz, das jetzt in Kraft getreten ist, auch neue Verantwortungen und Aufgaben bekommen. Und überwacht ab sofort auch die Datenqualität im freien Verzeichnisdienst. Und wir hoffen alle, dass das dazu führt, dass die Datenqualität in Zukunft verbessert wird. Aha. Zu Beginn heißt das aber erstmal, wir sehen ganz viele fehlerhafte Daten oder nicht vorhandene Einträge, dadurch, dass auch viele Ärztinnen und Ärzte noch gar keinen Heilberufsausweis haben im klinischen, stationären Bereich zum Beispiel oder dass bestimmte Einträge fehlerhaft sind. Und man mag sich ja einmal nur mal überlegen, wie viele Änderungen es tagtäglich gibt durch neue Zulassungen, durch Zulassungsentzug oder durch Aufgabe einer Praxis, durch Namensänderungen, durch Heirat, wie auch immer. Also es ist ja alles tagtägliches Geschehen, das abgebildet werden muss. Das sind ja Hunderttausende von Anwendern. Ja. Gut, aber das ist jetzt eigentlich, das ist eigentlich die Basis für alles, aber letztlich ist es natürlich eine Formalität, die so im Hintergrund abläuft. Also wenn das nicht funktioniert, dann kann der ganze TIM auch auf Dauer nicht funktionieren. Aber jetzt kommen wir noch mal ein bisschen zu der Anwendung, denn das ist ja dann für die Praxen das Entscheidende. Ja, wir hatten ja eben geklärt, dass der TIM ist anbieterübergreifend. Also ich kann von WhatsApp zu Signal oder Threema oder von Silo zu Farmedly oder zu Aquinet oder wie auch immer, kann ich dann alles, was dann zugelassen ist, kann ich dann meine Nachrichten schicken. Gleichzeitig hatten Sie gesagt, naja, wir werden integrierte Lösungen in Praxis-EDV-Programme sehen. Wird das dann am Ende wieder das alte Spiel, dass die PVS-Hersteller, also die Hersteller von Praxisverwaltungssystemen, ihren eigenen Messenger-Dienst in die Praxen drücken, weil es angeblich sonst Probleme geben könnte? Oder bauen Sie da irgendwie vor? Aktuell sieht es jedenfalls nicht danach aus. Sie haben ja gerade schon einige Hersteller genannt von zukünftigen Messenger-Hersteller, die jetzt sich gerade im Zulassungsverfahren der Gematik befinden. Ja. Und diese Messenger-Hersteller haben ja größtenteils keine eigenen Praxisverwaltungssysteme, sondern sind dann an Partnerschaften oder an Integrationen interessiert. Das heißt erstmal, dass es keine Eigenentwicklungen sind. Jetzt kommt der nächste Schritt. Natürlich könnte es bedeuten, dass ein Messenger dann in verschiedenen Praxisverwaltungssystemen integriert ist und man diesen bekannten Login-Effekt hat, dass man dann auf einmal festgelegt ist auf einen Anbieter und dann nicht mehr wechselt. Ja. Das versuchen wir als Gematik zu vermeiden und in die Wege zu leiten, dass es eine Schnittstelle, eine PVS-API nennt sich das, gibt, sodass ein einfacher Wechsel zwischen verschiedenen Messengern möglich ist. Und ich bin guter Dinge, dass das klappt. Zu Beginn wird der Messenger aber erstmal leichtfüßig auf mobilen Endgeräten und in einer Web-Oberfläche verfügbar gemacht werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Integration auch leichtfüßig realisierbar ist. Und darauf achten wir als Gematik ganz besonders, weil dieser Wechsel
bei Praxisverwaltungssystemen eben bisher eine Hürde ist, die wir sehen und die wir auch mit dem TI Messenger nicht noch verstärken wollen. Ja, nun ist TIM ja nach dem Marktmodell entwickelt worden. Das Stichwort ist jetzt in unserem Gespräch ja auch schon gefallen. Das heißt, es gibt mehrere konkurrierende Anbieter. Herr Frank, Hand aufs Herz. Wäre es nicht viel einfacher gewesen, den Messenger fürs Gesundheitswesen auszuschreiben und dann den Gewinner für das ganze Gesundheitswesen auszurollen? Eine sehr, sehr gute Frage. Und das stand auch vor einigen Jahren, als der Messenger zur Debatte stand, als Sofortnachrichtendienst im SGB V stand, genau das auch zur Debatte, ein zentraler Messenger. Ich denke oft darüber nach, muss ich ehrlich sein. Als Produktmanager bin ich natürlich interessiert daran, wie sieht so ein Messenger auch in 5 oder 10 Jahren in der Gesundheitsversorgung aus, als Infrastruktur. Und ich glaube, es ist gut, dass wir mit dem Marktmodell starten, aus dem Grund, dass es schon viele verschiedene Messenger gibt. Und wir haben das jetzt beim E-Rezept gesehen, dass es zwar erstmal mit einer E-Rezept-App losging, aber es dann doch ganz viele Marktanbieter gab, die Parallellösungen entwickelt haben und dann auf einmal E-Rezept-Codes in der Grauzone dann doch über andere Drittanbieter-Apps verschickt worden sind. Also ich will damit sagen, dass man, auch wenn man eine zentrale Lösung entwickelt, nicht davor gefeit ist, dass sich andere Marktanbieter auf den Weg machen und schneller sind. Ja. Und diese Innovation möchten wir zumindest zu Beginn für den Messenger mitnehmen. Ob sich später mal etwas ändert, wenn der Markt sich etabliert hat, das kann ich jetzt noch nicht vorhersehen. Aber ich glaube jedenfalls, wenn wir mit einem zentralen Messenger gestartet werden, hätten wir das Nachsehen bei vielen anderen innovativen Modellen, die es bereits gibt und die Zehntausende Nutzer teilweise in Deutschland haben. Das ist so bei Messengern, die Sie gerade genannt hatten, wie Silo. Mhm. Gut, jetzt gibt es nur erstmal nur einen Anbieter. Die Nutzung eines Messengers lohnt sich ja wirklich nur, wenn viele ihn nutzen. Zum Beispiel WhatsApp im Publikumsbereich oder eben Signal oder Threema vielleicht im geringeren Maße. Man verständigt sich ja auch in bestimmten Gruppen, welchen Messenger nutzen wir denn jetzt? Nun sind ja manche Ärzte, die das zeigen Umfragen immer mal wieder, die nutzen sogar WhatsApp auch für die innerärztliche Kommunikation. Warum ist das in der Nutzung im Gesundheitswesen eigentlich problematisch? Es heißt ja dann immer ganz stolz, meldet das WhatsApp, es ist Ende zu Ende verschlüsselt. Und es gab ja auch einen anderen Anbieter, auch im ärztlichen Bereich. Also ich kann mich erinnern, Turbomed hat mal irgendwann so einen Messenger-Dienst eingeführt. Von Turbomed intern war das dann vor allem. Sogar mit dem Segen des schleswig-holsteinischen Datenschützers. Warum kann man die Publikumsdienste nicht nutzen oder eben so etwa so eine Eigenentwicklung eines Praxissoftwareherstellers? Ist das datenschutzrechtlich am Ende dann doch problematisch und warum, wenn ja? Also datenschutzrechtlich kann ich das nicht einordnen. Ich bin weder Jurist noch Datenschützer, möchte aber als Produktmanager für TIM schon dafür werben, dass es eine Interoperabilität, das heißt, dass verschiedene Messenger miteinander funktionieren, geben sollte. Das ist ja der Grundaspekt von TIM. Dass es gang und gäbe ist, dass tagtäglich im Gesundheitswesen Messages, also Nachrichten verschickt werden über andere Kanäle als einen sicheren Kanal, auch über E-Mail, muss man sagen, auch über private Messenger. Ich glaube, das sind Grauzonen, die wir heute auch alle nicht eindämmen können. Und in bestimmten Bereichen, genau, ist das auch nachvollziehbar. Wenn es auch nicht in Ordnung ist, ist es vielleicht dann doch besser im Notfall, wenn es um Leben und Tod geht, muss man ja oft so sagen, im Notfall, besser eine kurze private Nachricht zu schreiben, statt die CD irgendwie per Taxi von Klinik zu Klinik zu schicken. Und das passiert wirklich täglich im Gesundheitswesen. Röntgenbilder werden dann per Taxi verschickt, statt sich kurz das Bild vielleicht zu schicken. Das darf eigentlich nicht passieren. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass TIM als Infrastruktur einfach so wichtig ist, sich schnell erreichen zu können, auch mit Bilddateien, auch mit Sprachdateien, auch mit Videoübertragungen. Das ist das, was im Gesundheitswesen in der Grauzone heute schon passiert. Und wir wollen dafür einfach nur ein sicheres Angebot, ein nationales Angebot schaffen, statt da kleine Insellösungen von den gerade benannten Anbietern nur zu nutzen,
die zeigen uns den richtigen Weg auf. Es gibt neben dem benannten Togomed auch schon von verschiedenen Praxisverwaltungssystemen Patienten-Messenger. Ich nutze selbst so einen mit der Arztpraxis meines Vertrauens. Und man muss ja auch sagen, das funktioniert super. Ich erreiche meine Arztpraxis so besser als per E-Mail und meine Befunde landen dort auch sicherer als in meinem E-Mail-Postfach bei mir. Mhm. Das ist die Zukunft für Tim, an der ich mich als Produktmanager auch orientiere. Ja. Wie wollen Sie dann erreichen, dass diese Tim-Messenger tatsächlich dann auch in der Breite genutzt werden? Bei uns im Büro arbeiten wir immer mit einem Messenger. Da gehen dann im Laufe eines Tages viele Nachrichten hin und her. Unternehmensintern ist das natürlich. In der Mitteilung zur ersten Zulassung hieß es, der Messenger solle zunächst in der Pilotregion Hamburg getestet werden. Bekommen da jetzt alle Praxen einen Messenger geschenkt, damit das in die Breite kommt, um mal zu gucken, es funktioniert oder funktioniert nicht? Oder wie kann man sich das da in der Pilotregion vorstellen? Die Pilotregion, also die TI-Modellregion in Hamburg, passenderweise trägt sie denselben Namen wie ich, die TI, Timo. Die wird mit Tim starten. Das ist ab Juni der Fall und dort werden nicht alle Ärztinnen und Ärzte ausgestattet, aber es befinden sich etwa 110 Leistungserbringer und das sind nicht nur Ärzte, das sind auch Apotheken, das sind auch Physiotherapeuten, Hebammen, Logopädie und natürlich die Kliniken, die alle Testlizenzen von Pharmedly jetzt ausgestellt bekommen werden, auch Informationsmaterial eng begleitet werden bei der Nutzung und dann wird durch Interviews, durch Fragebögen eben evaluiert, was sind denn die Vorzüge, wo besteht noch Nachbesserungsbedarf und diese Befragung und diese Evaluation, die am Ende steht, die werden wir natürlich nutzen. Und bestimmte Annahmen haben wir jetzt in den letzten 30 Minuten schon getroffen, beispielsweise die Integration in das Praxisverwaltungssystem, die eben für Nutzer enorm wichtig ist und jetzt zu Beginn in der Pilotierungsphase noch nicht verfügbar ist. Trotzdem ist es wichtig, da erstmal im Kleinen zu starten und ganz besonders mir ist es wichtig, auf die Nutzerbedürfnisse zu achten, denn einfach mit einer verpflichtenden Anwendung zu starten und zu sagen, ihr müsst jetzt alle einen Messenger nutzen, das bringt uns alle nicht weiter. Wir schauen jetzt erstmal ganz eng darauf, was für Akzeptanz sorgt und wie wir den Messenger dann ins größere Feld ausrollen können, nachdem es in Hamburg pilotiert ist. Mhm. Messenger sind ja jetzt sehr stark mit einer Nutzung über das Smartphone assoziiert. Wird denn in Zukunft das Smartphone in der Praxis regelmäßig neben Arzt oder Ärztin auf dem Tisch liegen, um schnell mal eine Nachricht an die Kasse oder an den Kollegen zu schicken? In der Praxis auf keinen Fall, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Ich kann mir sehr gut die Smartphone-Nutzung im Bereich der Hausbesuche vorstellen, auch im Bereich der Tätigkeit in den Pflegeheimen, die versorgt werden in Besuchen, in der Praxistätigkeit und bei den eigentlichen Nutzern in den Praxen, nämlich den medizinischen Fachangestellten, wird das ganz, ganz sicher nicht auf dem Smartphone passieren, sondern im Desktop-Kontext, das heißt auf dem PC. Und das ist dann eben auch etwas, was wir in Hamburg herausfinden werden. Vermutlich, wenn wir das auf dem PC nutzen, dann ist es momentan eben noch nicht aus der Patientenfallakte heraus. Der Chat, der sich öffnet mit der anderen Praxis oder dem Pflegeheim, sondern dann ist es eben noch die Browser-Anwendung. Und genau, ich kann mir nicht vorstellen, dass es im mobilen Kontext in der Praxis dann auf einmal zu ganz vielen Handy-Anschaffungen kommt. Das ist eher im Klinikbereich der Fall. Das muss man so sagen. Im Klinikbereich gibt es dann schon eher die mobile Nutzung. Gut, dann erklären Sie mir noch eine Sache. Ich bin ja als IT-Laie, stehe ich natürlich da ein bisschen wie der Ochs vom Berg. Wie komme ich eigentlich über das Smartphone in die TI? Das Handy hat ja keinen Konnektor. Also wie kann man sich das vorstellen, dass man dann mit einer TIM-Anwendung auf dem Smartphone tatsächlich dann über die TI kommuniziert und nicht über irgendwelche anderen Datenleitungen? Sehr gut, dass Sie es ansprechen. Die Anwendung TIM, der TI-Messenger, wird nur zur Einrichtung, zur Authentifizierung und diesem berühmten Eintrag im Verzeichnisdienst einmal mit der TI. Nur dafür wird die TI benötigt zu Beginn. Dann läuft der Messenger einwandfrei über das Internet. Da es über dieses Messenger-Protokoll, das wir nutzen, Matrix, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gibt, findet dort also nicht nochmal jeden Tag, wenn ich den Messenger öffne, eine Verbindung mit der TI statt, wo ich eine Karte stecken muss, eine PIN eingeben muss, sondern ich bin
dauerhaft eingeloggt in den Messenger und autorisiere mich beim Eintritt in diesen Messenger dann durch einen Code oder eben Biometrie. Ich muss mich nicht jeden Tag nochmal mit der TI authentifizieren. Ah, ja, okay, dann habe ich wieder was gelernt. Herr Frank, haben Sie vielen Dank für die Auskünfte, die Sie uns da über die neue Anwendung in der TI gegeben haben. Also ein bisschen Ambitionen kann man mit dem TI-Messenger schon entwickeln. Wir werden sehen, wie dieser Messenger Tim von Ärzten, Kliniken und anderen Akteuren im Gesundheitswesen angenommen wird. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg auf der DEMEA mit schönen integrierten Anwendungen. Vielen Dank, Herr Gerloff. Bis bald. Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.